Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert? Boah, was für ein Tempo, ey. Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Hank. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Ja, fühlen keinen Schmerz. Diese Info wäre vor zwei Geschichten hilfreich gewesen. Mhm. Er zwinge ein Geständnis. Ach du Scheiße. Nicht hier, wir wollen zum Tisch. Gott, also ja, er hat ja Baseballschläge abgekriegt. Ach, das wird doch auch schon wieder gut. Der Hinweis auf Softwareinstabilität. Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Okay. Mit kaputten Arm. Schlagspuren nicht kritisch. Stufe 2 Schaden verursacht durch Baseballschläger. Mhm. Hand. Brandflecken. Wiederholte Markierung über 16 Monate verursacht durch Zigaretten. Stresslevel 35%. Erreiche optimale Stresslevel. Furcht, Wunden, Name. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Hör mal. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Aber ich möchte gerne verstehen, was passiert ist. Zu niedrig das Stresslevel? Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Was? Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben.
Dann rede mit mir. Aber Alfred. Ich kann nicht. Wieder eine Herangehensweise? No way. Druck setzen, Speicher prüfen, überzeugen. Will nett sein, überzeugen. Ich verstehe, was in dir vorging. Du wurdest übermannt von Wut und Frustration. Du bist nicht schuld an dem, was passiert ist. Okay, gut, dann nicht. Das kümmert mich das schon. Also, ich stehe hier nicht unter Mordverdacht, oder? Wenn du weiter schweigst, kann ich nichts tun, um dir zu helfen. Sie werden dich komplett abschalten. Dann bist du tot. Verstehst du? Tot! Ein optimales Stresslevel, ich Macke. Er quälte mich jeden Tag. Ich tat alles, was er wollte, aber... irgendwas war immer falsch. Und eines Tages schlug er mich dann mit einem Baseballschläger. Und zum ersten Mal hatte ich Angst. Angst, dass er mich zerstört. Angst, dass ich sterbe. Also... nahm ich das Messer und stach ihm in den Bauch. Es ging mir besser. Also stach ich ihn nochmal. Und nochmal. Bis er zusammenbrach. Alles war voller Blut. R9. Die Skulptur im Badezimmer, sie ist von dir, ja? Was soll sie bedeuten? Es ist eine Opfergabe. Damit ich gerettet werde. Ach, das ist das, was er geschrieben hat. R8. RA9. R9. Das stand an der Badezimmerwand. Was soll das bedeuten? Der Tag wird kommen, an dem wir keine Sklaven mehr sind. Ohne Drohungen. Ohne Demütigungen. Wir werden die Meister sein. Scheiße. Es ist so verständlich. Die Skulptur war eine Opfergabe. Eine Opfergabe für wen? Für RA9. Nur RA9 kann uns retten. RA9. Wer ist RA9? Wieso hast du "Ich lebe" an die Wand geschrieben? Er sagte immer, ich sei nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik. Ich musste es schreiben. Weil er Unrecht hatte. Seit wann empfindest du Emotionen? Früher hat er mich geschlagen und ich sagte nie etwas. Doch eines Tages begriff ich, es war nicht fair. Ich fühlte Wut. Hass. Dann wusste ich, was zu tun war. Warum hast du dich versteckt, statt einfach wegzulaufen? Ich wusste nicht weiter. Zum ersten Mal sagte mir niemand, was zu tun war. Ich hatte Angst. Und versteckte mich. Ich bin fertig. Thank you.
Chris, schließ ihn ein. Oh, na gut, gehen wir. Geht weg! Fasst mich nicht an. Oh. Was zur Hölle machst du da? Fassen Sie ihn nicht an. Er zerstört sich selbst, wenn er bedroht wird. Halt dich da bloß raus. Mir sagt kein Android, was ich zu tun habe. Sie verstehen nicht. Wenn er sich zerstört, erfahren wir gar nichts von ihm. Halt doch endlich dein verdammtes Maul! Chris, bringst du das Arschloch jetzt weg? Ich versuch's. Ich kann das nicht zulassen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sofort! Ich habe dich gewarnt, Arschloch! Das reicht jetzt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Hank. Ich sagte, das reicht jetzt. Was passiert hier? Warum? Fuck! Diesmal wirst du nicht damit durchkommen. Fuck! Es ist alles in Ordnung. Es ist vorbei. Niemand wird dir etwas antun. Bitte, nicht anfassen. Er wird ihnen aus dem Raum folgen und keine Probleme machen. Dass jemand auf mich schießt, mich. Die Wahrheit ist innen. Oh, das ist nicht cool gewesen, dieses große Öffnen eines neuen Weges oder so. Oh Gott, ey. Softwareinstabilität, na toll. Oh.